Ich komme gerade aus dem Online-Kraft- und Spiegelkreis vom 28. Oktober mit der Vollmondfinsternis im Hintergrund als Energie. Und was soll ich sagen? Es war einfach nur genial. Es war so genial. Weißt du, wenn man zusammenkommt im Kraftkreis, ist das schon mal super. Aber wenn man dann anfängt, gerade zur Spiegelmagie Wissen zu generieren, im Kreis, ja, also das war keine One-Woman-Show, sondern das war eine Aufschaltung von ganz vielen Frauen, die Unglaubliches wahrgenommen haben, wo wir gemeinsam dieses Feld wieder neu besponnen haben, neue Türen geöffnet haben, neues Wissen. Und es war unglaublich nährend, kraftvoll. Und ich bin wirklich, wirklich begeistert. Und eine Frau hat den Wunsch geäußert nach einem Kraft- und Spiegelkreis speziell für das Thema Manifestation. Ja, dass du deine Wünsche und Träume formulierst und dass wir die gemeinsam mit der Kraft der Spiegel und der Kreiskraft fliegen lassen. Das finde ich eine großartige Idee und ich werde mir darüber noch Gedanken machen, wie, was, wann, wo. Aber für heute, es war einfach, also ich strahle übers ganze Gesicht. Ich habe einen Weg gefunden, wie das super funktioniert mit der Spiegelkraft und dem Internet. Das hat ja im Frühjahr weniger gut geklappt. Das war ja so meine anfänglichen Dinge. Und da hat es mir die Internetleitung, ich glaube, 5, 6 Mal zerschossen. Und zum Schluss hat mich das Zoom gefragt, ob ich der Host bin. Also, denkt ein bisschen erst sauer. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Wir hatten keine einzige Unterbrechung. Das Einzige, der Link, der hat sich von selbst gelöscht. Aber das habe ich rechtzeitig gesehen und konnte dann noch ein E-Mail ausschicken. Ja, so kann es gehen. Wenn du das nächste Mal dabei sein magst, sehr, sehr gerne. Ja, also du brauchst auch da keine Vorkenntnisse zu haben. Gerade die Spiegelkreise, die Kraft- und Spiegelkreise sind dafür gemacht, dass du jederzeit einsteigen kannst und dir einfach Wissen abholen kannst, Erfahrungen abholen kannst, vor allem selbst spüren kannst. Ja, also da ist so viel möglich und ich staune und ich bin unendlich dankbar für diese Erfahrung. Und so danke ich dir, dass du meinen Worten hier noch gelauscht hast und wünsche dir einen schönen Abend. Heute ja mit der Vollmondfinsternis und die hat ihren Höhepunkt um 22.14 Uhr und das habe ich mir rausgeschrieben. Da haben wir die maximale Verfinsterung von 13% der Mondscheibe links unten im Kernschatten unserer Erde. Dann stell dich gerne raus und genieße ein paar Atemzüge in dieser absoluten, hoffentlich Ruhe, Stille und in dieser einfach unglaublichen Dunkelheit, die uns so lange, ja, verspiegelt dargestellt wurde. Ein unglaublicher Schatz wurde gehoben. Danke.